Hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Ankündigung, meine lieben Let's Play-Freunde. Leider, leider muss ich eine kleine Pause machen, da ich über die Feiertage und Silvester im Urlaub sein werde, weshalb ich keine Videos aufnehmen kann. Und in der letzten Zeit, ihr kennt das ja, Weihnachtsstress und so weiter, gab es natürlich auch wenig Zeit, Dinge vorzuproduzieren, zumindest so viel vorzuproduzieren, dass ich weiterhin zwei Videos am Tag hochladen kann. Das ist einfach nicht möglich gewesen, deswegen ist jetzt mal eine kleine Pause angesagt. Das heißt, vom 23. an bis zum, ich bin mir noch nicht genau sicher, bis wann, aber ich denke mal, dass es spätestens am 12. Januar wieder weitergeht. Am 12. Januar ist ein Montag, würden dann wieder Dinge folgen, so wie ihr es gewohnt seid. Brillibaut auf jeden Fall. Mit Assassin's Creed geht's natürlich auch weiter. Vielleicht reduziere ich da jedoch die Folgenanzahl pro Woche, weiß ich noch nicht genau. Das sind ja momentan dann 4. Das werden wir dann mal sehen. Jung! Oh nein, warum jetzt nicht? Warum immer ich? Jung! Was ist denn, Oma? Hör auf, mit dir selbst zu reden und probier mal die Plätzchen, die ich gebacken habe. Na, aber ich red doch gar nicht mit mir selber. Ich mache eine Ankündigung, dass ich über die Feiertage keine neuen Let's Plays rausbringen kann. Ach, Quatschpause! Wieso kannst du denn keine neuen Let's Plays rausbringen? Ja, aber du weißt doch ganz genau, dass ich in Urlaub fahre, Oma. Ach, Quatsch, Urlaub! Du bist faul! Ja, aber... Das ist das Einzige! Faul bist du! Glaubst du denn, Gronkh hätte eine Pause? Der lädt immer Videos hoch! Immer! Oh, wei, oh, wei. Meine Plätzchen hast du immer noch nicht probiert! Oh. Jetzt kriegst du auch keine mehr! Naja, liebe Leute, so wollte ich mich sicher nicht von euch verabschieden für dieses Jahr. Aber ich sag's nochmal in aller Liebe. Vielen, vielen Dank, dass ihr mir alle so ein tolles Jahr bereitet habt. Es hat mir so viel Spaß gemacht. Ich habe so viele nette und coole Leute kennengelernt. Das hätte ich nie für möglich gehalten und ich freue mich auf 2015 mit hoffentlich vielen, vielen tollen Momenten, tollen Let's Plays und vielleicht einigen Neuerungen. Und ich wünsche euch einfach mal ein wunderbares, erholsames und schönes Weihnachtsfest und einen wunderbaren, guten Rutsch ins neue Jahr 2015. Da werden wir uns am 12. Januar spätestens wiedersehen oder wieder hören oder wie auch immer. Und feiert schön und macht einen drauf. Bis dahin, vertreibt euch die Zeit mit anderen Let's Plays. Bis dahin, macht's gut, liebe Leute. Ciao, ciao, euer Brilli.